Hitzeler. Alter! Komisch, ist oh, nicht dein fucking Ernst, ey! Jetzt lass er nochmal raus, Alessio! Jetzt haben wir ihn endlich da, Mann! Ja, was ist los? Nein! Ja, huge suicidal hander! Hey, welcome back zu einem neuen Sander Smith Vlog. Wir sind da im Alpenbike Park bei der Mittelstation Känzeli und mir heisst der Alessio Cornflakes Future, Alessio Tonoli. Tonoli ist da auf seiner neuen Maschine. Sag mal, stell mal vor. BMW M3. Der neue mit dem Facelift, weißt du? Facelift BMW M3 mit super Custom Color Maschine. Da vorher gerade noch Bremse gewechselt, he? Ist leider kaputt gegangen wegen dem Barspin-Setup da. Jetzt haben wir meine Dirtjump-Bremse da schnell drauf montiert, dass wir da nochmal schnell richtig sicke Trains könnt filmen für euch. Ich habe jetzt etwa schon 4 Fahrten gemacht. Letztes noch ein paar mehr. Er war schon früher da gewesen. Bin am Morgen noch in der Lenzer Hause mein Sohn Marvin sein Saisonabend geholt. Und jetzt nehmen wir euch mit bei mir auf dem Helm und folgend einem von der craziesten BMXer der Schweiz. Ja? Und schauen mal, wo er überall abzieht und ins Flat sendet. Also, let's go. Bungee? Rune. Wie ruiniert. So. Goggle auf. Let's go. Dropping in into the blue line. Ich natürlich wieder auf meinem Track Session unterwegs. Auf dem blauen 9.9 222 High Pivot. Und das erste Mal für mich jetzt hier im Alpenbikepark das Jahr. Und Nummer 1! Nummer 1, wo er schon mal ins Flat sendet. Das erste Mal für mich jetzt Alpenbikepark. Letzte Woche hat es auch schon offen gehabt. Es ist leider nur da die blau offen. Unten kann man nachher schon auf die schwarz. Aber die Kügelbahn ist leider irgendwie so aus irgendwelchen Gründen. Und jetzt sind wir hier im High-Speed-Part. Wenn ich da so näher bin, ist sketchy. Weil da muss man die Line schon. Nein! Nein! Ich habe Platte vorne. Fuck my life, ey. Scheiße. Oh. Das ist genau das, was ich gemeint habe, wenn ich meine Line nicht verwütsche und halt einfach über das Zeug drüber fahre. Ah. Flat in the front. Ja, scheiße, Mann. Jetzt hat sich nur raus, ich hab fast alles dabei. Echt jetzt? Ja. Ey, keine Ahnung wo. Nein, ist tubeless. Ah, da, schau, ein hoher Cut. Hast du einen Schlauch auch dabei? Echt? Und ein Tool? Alter! Du bist mein Retter! Hey, aber ein riesen Schranz da. Ein riesen Schranz. Ja. Wow. Steht. Ja, probieren wir schnell einen Schlauch rein, oder? Wow, mega nett, hey. Soll der irgendwie 10er oder 20er oder willst du einen Schlauch haben? Soll dir einen wieder geben, oder? Wie du hast, bist du lieber. Pumpi hast du auch? Jawohl! Das ist der Vorteil von den Enduro Riders. Was ist das, der einzige Vorteil, oder was? Die haben immer alles dabei, Mann. Komisch, dass da gar keine Milch rausgekommen ist. Ja, den habe ich eben erst gerade neu drauf. Also Milch hat sicher genug. Wow, das hätte ich mir jetzt schon angeschissen auf der Straße fahren. Vor allem bin ich erst. Darf ich den gerade noch ein bisschen aufpumpen, schnell bevor ich ihn rein tue? GoPro, stop recording. GoPro, highlight. GoPro, stop recording. So. So, ich bin jetzt gerade fertig mit meinem Plattenflicken. Jetzt haben wir gemerkt, dass er, der mir den Schlauch gehabt, jetzt hinten auch eine Platte hat. Hä? Was ist los, Mann? Ey, was, können wir mal noch checken?
Ay, ay, ay. Pass auf, dass nicht einem noch der Rahmen bricht. Ay, ay, ay. Jetzt gehen wir schnell ab, holen einen Schluch von mir im Auto und bringen. Ah! One-handed for the boys! Wir haben schnell einen Schluch geholt und bringen den rein. Nochmal. Sie warten da schnell. Sie haben gesagt, Charles, okay, das war ihre letzte Fahrt. Was für ein Zufall. Und ich habe noch gedacht. Hoffentlich passiert jetzt einfach innen nichts. Und jetzt dreht Alessia nochmal den Hahn auf. Da immer so krass drüber scrubben. Die Kurve so krass. Ah, Alpenbikepark, richtig geile Kurve. Ich kann voll reinlassen. Da ein paar kleine Tables zum Umjibben. Der ist auch recht stylisch. Und die Kurve jetzt da bis runter zum Step-Up sind mind-blowing. Da führen Sender bis weiß ich wo. Und da kann man einfach breakless durch, Mann. Ich nehme da die kleinen Take-Offs, sonst komme ich eh zu weit. Da, die Kurve absolut krank. Gehkräfte. Und da stiebt es Vollgas. Da, der Strunk ist noch gefährlich. Wow. Was für ein Scrub. Und jetzt kommt der Schnee. Er ist nicht so komisch heute. Wow. What the fuck, Alter? Jetzt lädt er noch mal raus, Alessio. Das sind gerade die besten Scrubs von heute. Yo. Alter. Die Scrubs sind jetzt mal nochmal Next Level gsi. Ja. Oh shit. Ist Linse sauber? Oh, okay. Da ist er vor der Fresse gefallen. Da hat es wahrscheinlich die Bremsleitung kaputt gemacht. Die hat es voll abgeknickt. So komisches Wetter heute. Am Morgen hat es schon geschneit, ein bisschen so leicht wie jetzt. Nachher blauer Himmel, Sonne voll geschonnen, fast T-Shirt-Wetter. Und jetzt sehen wir es vielleicht. Einfach nochmal. Yeah, Crankflip! Ja! Jetzt ist es einfach wieder am Schneien. Trampeln kann er leider auch nicht so gut, weil die Spannrolle vom Wechsel ist abgebrochen. Der geht dort die Kette raus im Wechsel im Cage. Das sind so Probleme, die man halt hat, wenn man ein Velo gerade neu hat. Yeah! Meine Bremse quietscht auch immer. Oder SRAM-Bremse. Wenn einer mit der Bremse duschen und unbedingt den Code RST will, feel free to hit me up. Wie weit ist der für, Alter? Homie. Alessio, eigentlich erst seit kurzem auf dem Mountainbike. Crazy BMXer. Aber fährt brutal schnell. Er lässt den Gas auch richtig auf. Mir ist jetzt das Vorderrad weg dort. Ja. Immer noch gut? Jetzt kommt nochmal ein Mindblow-Teil da mit ein paar coolen Jumps. Focus on. 10 vor 4 ist, glaube ich. Irgendwie so. 50 oder 60 Run von mir. Ja! Oh shit, Hinterrad über den Bruck. Da überall scrubben, überall Scandies am Ziehen und dann am Lusala. Alter! Ist nicht in fucking Ernst, ey! What? What? Alter! Hat das Velo einfach neu? Ersten Tag am Fahren? What? Sicht einfach mal noch auf Can-Can Indian Air. Nein, Superman sieht crap. Ich weiß gerade nicht. Plötzlich hat irgendetwas gefuchtelt in der Luft. Wow. Armin sollte eigentlich auch noch kommen. Gibberist. Der hat bis um 2 geschafft. Er hat gesagt, er kommt nachher eigentlich. Jetzt haben wir ihn endlich da, Mann. Hä, was ist los? Jetzt dürft ihr schnarren. Ja, aber. Ja. Der Zeigewähler. Gut, look. The crew is vereint. The crew is vereint, let's go. Okay, let's go. Come, Gibberish!
So, probieren wir es nochmal. Ich nehme ein bisschen mehr Abstand, dass ich dir mal meine Leine ein bisschen besser sehe. Jetzt ist es scary mit einem Schlauch vorne drin fahren. Das bin ich mir gar nicht gewöhnt. Schon mehr der Tubeless Rider. Oh, und jetzt kann einfach wieder die Sonne raus, oder? Und flat aber ey. Das ist einfach typisch BMX. Vielleicht hat er auch darum Rückenweh, oder? Wow, der ist so scary, die Kurve da. Oder ein bisschen versetzt fahren. Könnte man natürlich auch. Ich will jetzt nicht riskieren. Hey. Irgendwie da vorne ist das schon passiert. Oder da, ja. So high speed. Aber wir sind auch schon schneller gefahren. So ein geiles Stück da. Hey. Inside da. Da kann man so richtig abheben, so langsam jetmäßig. Wow! Holding on, ey! Da haben wir es, ja? Da muss ich eigentlich machen. Danke vielmals nochmal, gell? Und viel Spaß noch. Danke, tschüss zusammen. Im Skatepark. Alright, wir gehen weiter. Mal schauen, wie er jetzt da rauslässt. Wow. Ja! Eieiei! Ei, ei. Meine Bremse am Tönen, das ist schlimm. Ey. Wow. Jetzt bin ich weit links auf dem Drop. Nächste Bastlerei am Start. Die Spannrolle von Alessio, seinem Wechsler, ist nämlich ganz am Anfang schon abgerissen, ein paar Zacken rausgebrochen. Nachher hat er nie richtig trampeln. Jetzt haben wir die Spannrolle rausgenommen und abgezwickt, dass es jetzt eigentlich nur auf dem Lager drauf läuft, die Kette. So haben wir vielleicht die Möglichkeit, dass die Kette nicht blockiert und der Wechsler nicht verbeugt. So, und jetzt können wir vielleicht genau noch einen Run machen, weil die Gondel fährt noch bis um 4 Uhr. Jetzt tönt es wieder wie nach einem Velo von dir, oder was? Ja. Zeig mal, funktioniert es. Schau mal. Das. Ja, geil. Besser wie vor. Dick. So, nächste Run. Jetzt fahre ich hinterste, mal am Armin hinten an. Er hat auch GoPro Jesty montiert. Vielleicht können wir da auch noch etwas reinschneiden. Mal schauen. Wird wahrscheinlich jetzt der letzte Run sein. Ei, das haben sie einfach so schön gemacht. Aber dann traue ich irgendwie nicht so rauszuziehen. Also habe ich irgendwie einfach keine Lust drauf. Die zwei Boys da lassen voll raus. Und into the high speed. Oh, da habe ich so Schiss, dass ich da gerade rausfahre. Let's go! Ich würde mich noch wundern, was wir da high speed haben. Vielleicht kann ich auch von der GoPro also Geschwindigkeit und Gehkräfte einblenden. Da könnte man vor allem unten in dieser Kurve vor dem Step-up könnte man die Gehkräfte einblenden. Das wäre vielleicht noch interessant. Es sind zwar niemals so viel wie da jetzt auch in so sind in unserer Kampfjet-Kurve. Wow, voll einen Stein an die Gurgel gekriegt. Wow. Es löst mir alles wie ein Motocross-Rennen. Holy shit! Die Boys spritzen alles auf. Ist das knapp? Ich weiß nicht, es hat einfach Steine aufgewirbelt und alles mir ins Gesicht. Mach mal etwas Cooles. Lustige Train, ey. Morgen zum Glück gerade nochmal. Wow, schon noch hoch, ey. Die Landung recht flach, wenn man so weit geht. Jo! Ah, wie ich es vermisst habe. Die Kurve da, einfach absolut prime. Dieses Jahr hat es richtig, richtig geil gemacht. Kann man voll reinlanden. Über den Roller Scrub. Unreal.
kann man einfach reinlassen in der Kurve, es ist so geil. Die Doubles da wieder zum Rumjibben, der ist vor allem recht cool. Ich bin Double fliegen. Und jetzt einfach offen lassen. Wow! Dreck in der Fresse, ey. Wow! Jibber ist die zweite Fahrt. Ist auch noch nicht ganz warm. He? Aber ist ja züchtet ab. Ja! Ja! Huge suicide no hander! Nice! What the fuck? Wie kriegt denn das Velo so quer her? Sind die Scrubs, ey. Das ist unglaublich. Wow! Going sideways on that step down. Woo! Und der ist so hektisch da. Ei, 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 ei! Temperatur schnell! Ja, er hat die voll abgezogen. Ja! Let's go! Aha, pre-hopping the drop vom Jibberista. Nice. What the hell? Wie könnt ihr so flach gehen? Ich check's nicht, ey. Suicider. Yeah. Was gibt's Besseres als mit einer guten Crew Velo fahren? Heute ist zwar einfach verhext. Irgendwie. Mittlerweile getraue ich mich den recht weit rauslassen. Kurve voll reinsenden. Heute ist irgendwie verhext. Entweder funktioniert meine GoPro nicht, Akku leer, schaltet ab bei 50%. Irgendeiner kriegt nass ins Rad. Man lässt seine Bremse gar kaputt, dann einen Wechsler. Ich bin heute das erste Mal gesprungen. Das erste Mal? Das ist das da rein. Nein, mittlerweile fühlen, habe ich gerade gesagt. Aber du musst ihn recht rauszeugen, dann ist er geil. Ja, ich finde, dass er weiter hinten so wacker ist. Ich habe ihn letztes Jahr nicht gefühlt, jetzt fühlen. Ja? Du hast ihn letztes Jahr gefühlt, jetzt fühle ich. Ich fühle das so nicht mehr. Okay. Ja. Voll, alles voll geil. Ja! Irgendwie flappert es. Und sich gerade auf das Fers ab. Du musst ein paar Gänge aufschalten. Rocky! Ich hasse so Füßli. Let's go. Alter! Ja! Ich gehe einfach ein bisschen früher rein. Oh, bis runter, hey, da. Cool, der Alliger neu gemacht. Scandinavian Flick rein. Er geht outside, die Inside. Und jetzt sind wir schon fast unten. Wow. Holy shit, ey. Was für ein geisteskranker Run, ey. Oi, 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 oi. Outro. Das war es von heute. Ein paar kurze Laps mit den Boys. Richtig steasy. Richtig Spass gemacht. Ich freue mich auf morgen. Armin ist fix dabei. Du kommst in dem Fall auch. Nice, Mann. Freut mich. Ey, wenn es euch gefallen hat, von den Mindblow Runs da, like nicht vergessen. Kommentieren etwas Cooles. Und dann sehen wir uns im nächsten. Peace out! Mm-hmm.